Willkommen zurück, ich bin Minister Kosch und ich spiele hier das prächtige Portugal in Victoria 3. Hallo! Gestern Abend ist in einer Zeitung ein Artikel erschienen. Die Zeitung heißt übrigens Lissabonner Nachrichten. Und neben der Überschrift, in dem es um einen Versprecher der Königin bei einer jüngst gehaltenen Rede zur Eröffnung einer Fabrik gekommen ist, ist ein ganz kleiner Artikel erschienen, so rechts unten, ein bisschen versteckt, daneben auch ein paar Todesanzeigen. Und dieser Artikel wurde betitelt mit der Überschrift: Niemand plant, Marokko zu überfallen. Der Inhalt dieses kleines Artikelchens hat ein bisschen Aufruhr verursacht in den Streitkräften Portugals. Und der Geheimdienst Ihrer Majestät ist auch ziemlich sicher, dass das marokkanische Innenministerium ein Exemplar der Zeitung erhalten hat. Und bevor das zu einer Staatskrise ausgeartet ist, konnte aber der Botschafter Portugals in Marokko den König in Marokko beruhigen. Und es ist alles nichts passiert. Alles, was ihr in den nächsten Folgen sehen werdet, es ist alles nicht passiert. Es wird alles abgestritten. Niemand plant, Marokko zu überfallen. Ja, damit willkommen zurück. Ich hatte ja leichtsinnigerweise in der letzten Folge angekündigt, dass ich Marokko überfallen möchte. Nein, und wie gesagt, es ist nichts passiert. Es wird nichts passieren. Niemand wird Marokko überfallen. Und hatte auch schon Planung da ein bisschen angestellt. Die letzte Folge ist für mich allerdings ein paar Tage her. Von daher muss ich mich mal wieder ein bisschen reinfinden hier. Und ein bisschen Überblick bekommen. Wir haben weiter Revolutionsgefahr. Von daher ist der Überfall auf Marokko natürlich total sinnlos und wird auch nie stattfinden. Was bauen wir gerade? Also, offensichtlich finden aktuell ein paar Investitionen in die portugiesischen Kolonien statt. Es werden ein paar Regierungsverwaltungen ausgebaut, ein paar Plantagen werden gebaut. Und genau, das hatte ich mich noch daran erinnert, die letzte Aktion, die ich gemacht habe. Ich habe beauftragt, eine Kaserne in Alentejo. Das war völliger Blödsinn, muss ich mal so sagen. Also, wir haben ja im Alentejo keinerlei Arbeitslosen, keine Bauern. Wir haben hier Vollbeschäftigung und haben eine grüne Graskampagne auch laufen. Wir haben hier überhaupt niemanden, der irgendwie jetzt arbeiten könnte. Die Gebäude sind nicht voll. Die Eisenminen suchen mal wieder. Von daher macht das sowieso keinen Sinn. Der eigentliche Grund, warum ich aber hier die Kasernen bauen wollte, ist, und ich breche es hier auch mal ab, dass ich immer noch Belgien in den Knochen habe. Und in Belgien ist es so, dass die Gesetze am Anfang so sind, dass man ein bestimmtes Gesetz aktiv hat. Wir können es mal raussuchen. Die Armee, die man hat. Und Belgien hat Nationalmilizen am Anfang aktiv. Und es ist recht schwer, von den Nationalmilizen wegzukommen, weil es kaum jemand was anderes unterstützt. Und mit Nationalmilizen ist es so, dass man in einem Staat maximal 5 Kasernen haben kann. Und das habe ich so verinnerlicht durch mein Belgien-Let's Play, dass ich da auch ständig dran denke, dass das überall so ist. Aber Portugal hat bereits die Berufsarmee und man kann hier in den anderen Provinzen viel mehr Kasernen bauen. Und die suchen übrigens auch Leute hier. Interessant. Ne, die suchen nicht Leute, die haben... die Handfeuerwaffen sind teuer in Portugal. Okay, ja. Also, wenn wir mehr Armeen brauchen, vor allen Dingen portugiesische Armeen, wir wären hier auf jeden Fall sinnvoll, dann kann ich natürlich die Kasernen in den anderen beiden Provinzen, in Extremadura und in Beira ausbauen. Und das ist auch viel sinnvoller. Von daher werden die beiden Provinzen mal jemals eine Kaserne mehr bekommen. Und das geben wir mal in Auftrag. Oh, die suchen auch Leute. Ach nee, die suchen nicht Leute, sondern die haben teuren Import. Ja,
Wenn man irgendwann mal Marokko überfallen sollte, was nie passieren wird, dann braucht man natürlich hier einen guten Nachschub. Und wir müssen uns unbedingt um die Waffenproduktion kümmern. Haben wir überhaupt eine Waffenfabrik? Ich glaube nicht. Motoren, Schiffswerften, Stadtzentrum, nee, genau. Eine Waffenfabrik fehlt in Portugal völlig. Wir sind völlig auf Import angewiesen. Von daher wäre das auf jeden Fall dann die nächste Investition, die wir machen müssen, nachdem die Kolonien dann durch sind. Ja, und was natürlich auch ein guter Hinweis ist, das war in den Kommentaren auch erwähnt, ist die Technik, um Marineinvasion zu machen. Wir können zwar Marineinvasion machen, aber die sind noch nicht besonders effektiv. Das hatte ich ja schon mal erzählt in einer vorherigen Folge. Und irgendwo hier unten gibt es Landungsboote. Kriegspropaganda. Vielleicht bei der Marine hier drüben. Panzerschiffe, Turmschiffe, Schwimmhafen, Zerstörer. Oh, das ist aber noch sehr lange hin. Ah. Okay, damit können wir nicht planen. Das ist viel zu lang. Ich würde Marokko gerne vorher schon haben. Ja, wir müssen einfach mit der geballten Schlagkraft des prächtigen Portugal müssen wir einfach am Strand landen und dann klappt das schon. Aber es wird ja eh nicht passieren. Es wird eh niemand Marokko überfallen. Von daher, ja, das wird schon werden. Wir haben es, Portugal hat es ja schon mal geschafft, hier Keuta und Tanga zu haben. Von daher, das wird nicht passieren. Ja, genau. So, jetzt aber ganz kurz noch einen Überblick über Europa. Polen ist frei. Die hatten noch Krieg, dachte ich. Die haben ihren Krieg gewonnen. Polen existiert. Wow. Ist gerade passiert der Friedensschluss. Keine Marionette, kein Klientelland. Wow. Gib ihnen allerdings wenig Chancen, dass sie sich halten. Aber schauen wir mal. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Zumindest so früh nicht. Gut, die Kleinstaaten hier im Norden existieren alle noch. Wie gesagt, die letzte Aufnahme für mich ist ein paar Tage her. Und Italien ist noch nicht gegründet, aber dafür hat Spanien Tunis als Klientelland. So, unsere Kolonien in Gambia hier ist ja fertig. Nordangola haben wir schon von Anfang an. Südangola ist fertig. Wir haben diese beiden Kolonien hier jetzt in Auftrag gegeben. Das dürften unsere einzigen Kolonien sein, oder? Kurz mal nachgucken. Genau, zwei Kolonien, die beiden. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mal die Pause raus und die Regierungsverwaltung im Togo wird hier wohl gebaut. Apropos Togo, haben wir da Schwefelminen schon gebaut? Nein. Wir werden Schwefelminen auf jeden Fall brauchen für die Sprengstoffherstellung und für die Artillerie dann. Deshalb werden wir hier auf jeden Fall mal was beauftragen. Wir können allerdings. Ja, ich kann diese graue Schrift nicht lesen hier. Ah, vier Schwefelminen maximal aktuell. Okay. Es gibt mehr Schwefelminen, wenn man den Rest des Staates Togo erobert, was hier Ashanti hat. Wir haben herzliche Beziehungen zu Ashanti. Wir beschädigen sie mal. Was mich interessieren würde, wie denn aktuell die Ausrichtung der großen Nationen ist. Spanien möchte Kernterritorium erweitern. Das ist okay. Frankreich Kolonien erlangen. Preußen will Deutschland vereinen. England ist schon wirtschaftlicher Imperialismus. Das ist gut. Oh, und Österreich will aber Gleichgewicht der Macht erhalten. Okay, aber von den großen Nationen ist nur noch Österreich auf Gleichgewicht der Macht erhalten.
Ah, und Dänemark auch noch. Ja, das Problem ist nämlich, dass gerade am Anfang viele europäische Mächte sich gerne mal einmischen, wenn man hier in Afrika Eroberung macht. Und dann auf Biegen und Brechen so ein paar kleine afrikanische Staaten verteidigen. Ich habe das die Erfahrung gemacht, das machen sie nicht mehr, wenn sie dann wirtschaftlicher Imperialismus haben. Und je später das Spiel ist, desto mehr wirtschaftlicher Imperialismus kommt. Von daher müssen wir dann mal nur abwarten. Und gerade Dänemark hat hier ganz gern, verteidigt hier die kleinen Länder ganz gern mal, weil sie hier auch eine Kolonie haben und nerven einfach nur rum häufig. So, die wollen Beziehungen verbessern, wir wollen sie bestätigen, dafür müssten wir eigentlich ihre Diplomaten ausweisen. Hier die französische Kolonie wächst, ist klar. So, aber wir haben Backpulver. Schauen wir mal in unserer Lebensmittelfabrik nach, ob wir das verwenden können. Würde den Preis von Zucker erhöhen, aber wir bauen noch gerade auch Zuckerplantagen, oder? Ja, eine bauen wir hier auf jeden Fall. Deshalb werden wir mal tatsächlich Backpulver verwenden und stellen dadurch mehr Lebensmittel her. Wie sieht es denn eigentlich mit den Preisen aus? Oh, Moment. Erst müssen wir nochmal eine Technik freischalten. Da ja niemand Marokko überfallen möchte, würde ich vielleicht mal gucken, ob wir gleich eine neue Technik freischalten können für unsere Infanterie. Triage, brauchen wir dann Opium für die Erste Hilfe, das haben wir noch nicht. Beziehungsweise, wir könnten in Qing, glaube ich, bestimmt Opium einhandeln. Das ist Kriegsmüdigkeit. Das sind einberufene Bataillone. Hier ist die neue Artillerie. Das kostet, braucht dann 6 Jahre zur Erforschung. Wo ist denn die nächste Infanterie? Feldbefestigungen sind natürlich auf jeden Fall sinnvoll. Ich würde mir hier tatsächlich eine Suchfunktion wünschen. Paradox. Ich weiß, ihr hört nicht mit. Hier ist nochmal Artillerie. Moment, aber das kann man, glaube ich, noch woanders sehen. Hier, die Grabeninfanterie. Was braucht man dafür? Befestigungsgräben. Militärflugzeuge, Betonbefestigung, Tiefenverteidigung. Ach, hier. Okay, das ist ja genauso weit weg wie die Landefahrzeuge. Okay, gut. Das heißt, dass, dann weiß ich es aber, dass wir noch eine ganze Weile für die nächste Infanterie brauchen. Damit müssen wir nicht rechnen. Aber die nächste Artillerie war doch hier irgendwo. Hier, Schrapnellartillerie. Genau. Das ist eine Reichweite, aber nicht der nächste Schritt. Wir machen hier erstmal Feldbefestigung. Gut, die Revolution ist bei 51% und da hängt es auch fest, denke ich. Ich will mal kurz mal die ganzen Meldungen auf gelesen setzen. Seide ist auch knapp. Vielleicht mal gucken. Genau wie Tuch und Werkzeuge. Und Kriegssegelschiffe auch. Ach. Portugal besteht nur aus einer einzigen Knappheit. Seide machen wir doch hier hinten in Macau, genau. Seidenplantagen. Da können wir noch eine ganze Menge bauen. Haben aber nicht allzu viel Arbeiter, aber für die Seidenplantage reicht's noch. Sind hier schon wieder 10 Ungelesene. Das ist auch so eine nervige Funktion hier. Ständig liest man dieselben. Lebensmittel sind auch knapp.
Ständig liest man jetzt dieselben Meldungen, die ständig wieder auf ungelesen gesetzt werden. So, was ist denn jetzt mit den Lebensmitteln? Die haben wir noch gerade erst erhöht, die Produktion. Ja, 45%. Nein, 5%. Ist doch okay. Das kann auch nicht knapp sein. Ach, die Handelsroute. Ist unproduktiv. Lass uns mal in die Handelsrouten reingucken. Wir importieren 30 Lebensmittel aktuell, die unproduktiv sind. Bei einem Angebot von 480 sind die 30, glaube ich, tatsächlich nicht wichtig. Dann nehmen wir die mal raus. Ups. So, was ist mit Luxuskleidung? Da fehlen 50. Finden wir noch mehr? Ja, 20 können wir importieren. Und Eisen ist auch wieder knapp, willst du behaupten, oder was? Eisen. Ja, es fehlen 70 so ungefähr. Wir haben eine Exportroute Eisen. Das mal wohl zu anderen Zeiten mal erstellt haben. Okay. So. Ah, dann hier Porzellan. Können wir da was machen? Moment, wie viel fehlt? 70 auch. Und vermutlich werden jetzt wieder die Konvois knapp. Weil alles knapp ist in Portugal. Ah, Werkzeuge auch. Oh, das ist aber ganz. Oh, das ist ja heftig. Ja, aber für Werkzeuge müssen wir, glaube ich, dann nochmal eine Fabrik bauen. Und wir holen schon 105 rein. Ah, wir sind offensichtlich ziemlich abhängig vom Werkzeugimport. Das kann so nicht bleiben. Wir haben nur im Beerer Werkzeugfabriken. Können wir da was umstellen? Wir könnten weniger Arbeiter verbrauchen. Was noch nicht so wichtig ist. Ich beauftrage mal zwei Werkzeugfabriken. So, die Revolution geht auch wieder runter. Offensichtlich habe ich hier verpasst, dass irgendeine Protestaktion vorbei ist. Ja, das ist ein bisschen komisch, das ist ein bisschen doof, wenn man die Zeit hier weiterlässt, laufen lässt und sich hier im linken Teil des Fensters auf Dinge konzentriert. Ich habe schon jemanden gesehen, der hier die Revolution dann dadurch nicht bemerkt hat, hat sich hier schön in den Fenstern für die Preise mit beschäftigt und hier rechts ist die Revolution hochgetickt. Und dann war er halt in der Revolution. Ja, das könnte mir auch passieren aktuell. Okay, zwei Werkzeugfabriken beauftragt. Wo sind wir jetzt hier? Die ganzen Plantagen sind fast durch. Zwei neue Kasernen sind dann da. Okay. Vermutlich werden wir dann auch wieder Eisen brauchen. Aber die grüne Graskampagne läuft noch, oder? Moment mal kurz. Ne, Moment, das sehe ich ja auch hier. Genau. Und wir kriegen hier in jedem Jahr 12.000 Bevölkerung mehr. Okay. Verstehe ich immer nicht, wie diese, warum hier laufend Arbeiter fehlen. Ja, gut, könnte auch daran liegen, ja, dass die Produktpreise hier schweineteuer sind. Auch Kohle ist viel zu teuer. Ja, Kohle, ja, das ist halt hier jetzt in dieser Mine. Sollen wir Kohleminen in den Kolonien anfangen? Ich glaube, in Transvaal haben wir Kohleminen, aber da haben wir keine Arbeiter. Ja, hier haben wir auch ganz viele. 104. Im Freistaat haben wir 60. Da haben wir waren null Beschäftigte. Hier haben wir 40 Kohleminen, haben 200.000 Beschäftigte. Potenziell, das hört sich doch gut an. Und hier hätten wir Eisenminen. Ja, das machen wir.
denke ich mal, direkt mal zwei Kohleminen und zwei Eisenminen. Okay. Ich habe ja das Spiel gestartet mit der wirtschaftlichen Hegemonie. Und ich glaube, dieses Ziel, was hier steht, ist das zweite Ziel dieser Journaleinträge. Und dafür brauchen wir die Stahlwerke auf Level 4. Das sind wir noch nicht ganz, glaube ich. Wir haben es auf Stufe 1. Wie sieht denn der Preis von Stahl aus? Der ist okay, also da lohnt noch kein Ausbau. Bei Kohle halt schon. Inaktive Handelsrouten. Okay, die können wir dann wieder abbrechen. Haben wir noch andere Luxuskleidung? Nicht wirklich. Können wir. Nee. Wollte gerade anfangen zu überlegen, ob wir den Bausektor ausbauen. Aber bei minus 17.000 aktuell wäre das vielleicht nicht so gut. Investitionsfonds ist auch leer. Ja, wir haben zwar 30.000 Einnahmen durch Gelddruck. Das sind ja die Goldminen. Genau. Goldminen 8.000, 13.000, 14.000, also die Hälfte von den 30.000 sind Goldminen. Aber dadurch, dass alles knapp ist in Portugal, haben wir momentan ein relativ hohes Minus. Dafür steigt aber unser Inlandsprodukt durchaus kontinuierlich. Wir haben ja mit, glaube ich, 6 Millionen oder 8 Millionen haben wir begonnen. Und hatten ja gar keine Fabriken am Anfang. Von daher ist das schon okay. Okay. Dann haben wir endlich die Werkzeugfabriken angefangen. Die werden aber auch mehr Eisen und Kohle brauchen. Und daher, Moment, wir machen nur eine Kohlemine vor dieser Werkzeugfabrik. Beziehungsweise wir machen beide davor. Denn wir haben jetzt schon einen Kohlemangel. Und dann ist das uns okay. So, wie sieht es mit Ashanti, mit den Beziehungen aus? Ja, die werden natürlich nicht schlechter, wenn wir gegeneinander arbeiten. Ich weise dann doch mal Diplomaten aus Ashanti. Portugal kann einfach nicht überleben ohne die Schwefelminen. Die portugiesischen Soldaten brauchen in Zukunft Waffen und das geht einfach nicht ohne. Das muss Ashanti auch verstehen. So, ineffiziente Landwirtschaft. In welcher Provinz denn? Lourenco Marques. Ja, da wollen wir ja auch gerade Minen bauen. Von daher. Ja, eigentlich brauchen wir da keine Migrationsanziehung. Und radikale Pops brauchen wir noch weniger. Minus 1 bei den Industriellen. Können wir uns das leisten? Ja, das ändert praktisch nichts. Wie sieht es eigentlich mit den Radikalen aus? Die sind im Minus jetzt. Das hatten wir lange nicht, glaube ich. Ja, immer noch sehr viele durch Diskriminierung. Das werden wir auch nicht ändern. Aber der Lebensstandard wächst mittlerweile. Und viele Pops sind auch gestorben, die einen Groll hatten. Okay. Aber mittlerweile wächst der Lebensstandard, also ist der Zuwachs durch den. Moment, nein. Was will ich sagen? Die Radikalen werden durch den Zuwachs des Lebensstandards mittlerweile mehr, weniger, als dass sie durch den Rückgang des Lebensstandards mehr werden. Ist das verständlich? Ich glaube schon. Ja, also plus 29.000 durch den Rückgang des Lebensstandards und minus 58.000 durch Zuwachs. Das ist schon eine gute Entwicklung. Diskriminierung werden wir halt nicht ändern können, kurzfristig, denn für Multikulturalismus gibt es keine Mehrheiten aktuell. Aber wir haben jetzt den Realismus freigeschaltet, haben dadurch mehr Prestige und könnten, ja, Kunsthochschulen, Universitäten werden auch wirklich wichtig, langsam besser zu investieren. Wir haben jetzt eine Alphabetisierung von 40%, aber zum Beispiel Beira hat noch keine Universität.
wo die super viele Fabriken haben. Da investiere ich auch mal. So, die erste Werkzeugfabrik ist dann durch, die aber vermutlich durch die hohen Preise der Ressourcen noch nichts ändert. Wir können uns dann aber gleich mal angucken, wie die Kohlemine hier in Lourenco Marques arbeiten wird. Die ist gleich fertig. Aktuell haben wir einen Kohlepreis von 43. So. Und na, eins. Eins noch jetzt. Kohlemine. Findet ihr genügend Arbeiter? Braucht man für die. Wollte gerade fragen, braucht man da eigentlich gebildete Arbeiter? Aber das sieht man ja hier, ne? Also, wenn man die atmosphärische Dampfmaschine hat, braucht man 4000 Arbeiter und 500 Maschinisten. Maschinisten sind ausgebildet und die müssen lesen können, glaube ich. Maschinisten, manuelle Arbeiter mit fester Anstellung, die die Maschinen in Fabriken, Minen, Bauernhöfen und anderen Sektoren warten und bedienen. Politisch sind sie meist treibende Kraft für Gewerkschafter. Pops mit minimaler Alphabetisierung können Maschinisten werden. Das Potenzial erhöht sich durch bessere Alphabetisierung. Arbeiter haben es besonders leicht, Maschinisten zu werden. Ja, genau. Arbeiter brauchen überhaupt keine Alphabetisierung. Maschinisten etwas. Wie sieht es denn eigentlich hier in den Provinzen aus mit der Alphabetisierung? Sieht man das hier irgendwo? Ich glaube, das hatte ich schon mal nachgeguckt, ne? Und ich glaube, man sieht es nicht. Man sieht es hier nur hier oben. Und das da oben bezieht sich nur auf die Bevölkerung in inkorporierten Staaten, was das Ding nicht ist. Sieht man das vielleicht über die Bevölkerungsstatistik? Wir haben hier ein Gunisch. Lebensstandard. Migrationsanziehung, Popwachstum. Ach hier. Wir haben hier 800 Bauern, 812.000 Bauern. Und da ist zumindest mal eine minimale Alphabetisierung da. Nämlich 21%. Und hier sogar 30%. Okay. Von daher ein bisschen Alphabetisierung haben wir, also wir können ein bisschen also in modernen Techniken tatsächlich einstellen. Wenn wir nochmal in die Kohleminen gucken und bei der Kondensationsmotorpumpe würde man dann schon Ingenieure brauchen. Und Ingenieure, nur Pops mit einer angemessenen Alphabetisierung können Ingenieure werden. Das Potenzial erhöht sich durch größeren Wohlstand und bessere Alphabetisierung. Ja, und was ist jetzt angemessene Alphabetisierung? Wir versuchen das mal und beobachten mal, wie wir hier die Beschäftigung haben. Wir haben 10 Kapitalisten, 100 Maschinisten, Ingenieure haben wir aber. Okay. Also ein paar Ingenieure finden wir. Ja, das sieht gut aus. Ja, das können wir so lassen. Gut, das muss man noch nicht machen. Wir haben ja hier keinen Arbeitermangel. Beziehungsweise, das fällt mir ein. Moment. Oh, wir haben hier. Was ist hier? Sambas. Irgendein Aufstand. Wo auch immer. Haben wir hier alle. Ah, okay. Wir haben. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir alle Möglichkeiten zur Arbeit ersparen schon verwenden. Und wir tun das offensichtlich nicht. Wir können hier nämlich im Alentejo bei den Kohleminen noch Eisenbahntransport einstellen. Da würden wir Transport verbrauchen. Transport ist einfach eine virtuelle Ware, die durch Eisenbahn bereitgestellt wird. Und wir könnten dadurch hier 4000 Arbeiter sparen.
Und bei den Eisenminen haben wir es da gemacht? Auch noch nicht, okay. Die Eisenminen haben jetzt Vollbeschäftigung. Wir machen mal hier den Eisenbahntransport. Moment, wie sieht hier die Eisenbahn aus? Die wird sogar noch subventioniert aktuell. Der Preis von Transport, wie sieht der aus? Plus 6%, das ist okay. Wir stellen das mal um hier. Damit haben wir ein paar Arbeitslose dann in Alentejo. So, jetzt braucht das Ding hier Transport. Und dann müssten wir eigentlich direkt Arbeitslose bekommen. Ja. Und die werden jetzt wieder zu Bauern, wenn sie ein bisschen arbeitslos sind. Weil die Subsistenzhöfe ja hier existieren. Die können 200.000 Bauern beschäftigen. Das heißt aber auch, dass wir hier die Kohleminen auch ausbauen können. Ich mache mal nur die Kohleminen erst. Mal gucken, was passiert. So. In meinen privaten Durchspielen, ja, jetzt sind sie zu Bauern geworden. In meinen privaten Spielen gucke ich da nie so genau drauf. Es ist total faszinierend, wie ich das Spiel ganz anders spiele, wenn ich es als Let's Play spiele. Gut, dann will hier oben jemand was. Die Vereinigten Staaten wollen einen Handelsvertrag. Wie handeln wir aktuell? Oh, das ist eine ganze Menge. Oh. Wir machen aktuell 2,7, 3,7, 4, 5, 5.000, 5, 3, 5, 5, 6, 5, 6.500 Einnahmen durch Zölle mit Amerika. Ja, dasselbe Angebot hatten wir ja in der letzten Folge, glaube ich, mit Frankreich. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Freihandel in dem Spiel lohnt sich eigentlich viel zu stark. Das müssen wir mal so sagen. Auch wenn die ganzen Zölle dann wegfallen, wenn man einmal das Gesetz Freihandel aktiv hat, dann ist das ein richtiger Boost für die Wirtschaft. Hier gibt es ein Gesetz, genau dieser Freihandel. Wir haben aktuell überhaupt keine Chance, dass, na gut, 10% Chance, das durchzudrücken. Aber wir würden hier die Grundbesitzer wieder radikalisieren und Landbewohner und. Will ich eigentlich nicht. Aber wenn man Freihandel durchkriegt, dann schon eine gute wirtschaftliche Basis hat, dann ist das ein richtiger Boost. Diese einzelnen Handelsverträge aktuell, ich weiß nicht mit Portugal, ob ich das machen soll. Sind so viele Einnahmen. Wir sind ja jetzt hier wieder bei minus 15.000. Zwar noch weiß, aber ich lehne es wieder ab. Okay, wir wollten, oder ich wollte mir hier die Bevölkerung angucken. Die Frage ist jetzt, ob die wegziehen, ob die in andere, ja, das sieht so aus, ne? Die ziehen in andere Regionen. Das heißt, ich darf die, ach, das die, fürs nächste Mal dann. Ich darf die Produktionsmethode erst umstellen, erst dann feuern, wenn schon Gelegenheit ist, dass sie arbeiten können. Jetzt ziehen die langsam alle weg. Das müsste aber auch in der Bevölkerungsstatistik auftauchen, oder? Das war dann positiv. Okay, müssen wir beobachten. So, die zweite Werkzeugfabrik ist gleich fertig. Wie sieht es denn aktuell aus auf dem Kohlemarkt? Wir produzieren 300 und importieren immer noch ein bisschen was. Die Mine hier unten. Oh, Zulu und die Kapkolonie. Ne, Großbritannien und Zulu. Ah. Ja, ich hätte immer noch überlegt, ob ich mir Zulu holen soll, aber die ist nicht so wirklich toll. Also ist kaum was drin, was Interessantes. Ein paar Kohleminen, aber die haben wir ja schon super viel.
Aber jetzt ist eh zu spät, jetzt möchte sich Großbritannien das holen. Zur Marionette. Okay. Ich wollte hier mal gucken, die Kohlemine. Die hat jetzt was Vollbeschäftigung. Schön, produziert schon 119. 130, wow. Das hat sich schon gelohnt. Hier die Eisenmine ist noch nicht fertig. Ja, wir müssen unbedingt Werkzeuge, Kohle, Eisen. Das brauchen wir unbedingt sehr viel mehr für die Waffenfabriken dann. Was fehlt hier? Ja, Feuerwaffen. Das weiß ich. Aber wir können ja schon mal eine Waffenfabrik beauftragen, aber natürlich in Portugal. Das können wir natürlich nicht in die Kolonien geben. Moment, hier. Waffenfabrik. Wir haben doch schon eine. Oder kann ich keine bauen? Oh, ne, ich bin nur blind. Da. Okay. So. Dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon vorbei. Ist nicht so viel passiert. Ist auf jeden Fall die Vorbereitung für den Nicht-Angriff nach Marokko. Wir investieren auch überhaupt nicht in die Schwerindustrie, um Waffen zu bauen. Und von daher werden wir auch in den nächsten Folgen nicht Marokko überfallen. Alles Lügen, was ihr gehört habt. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Macht's gut und bis morgen. Tschüss.